Deswegen glaube ich, dass es nicht so entscheidend ist, Gott in jeder Millisekunde deines Lebens zu spüren, zu erleben, sich sicher zu sein, dass du an ihn glaubst. Die Frömmigkeit hilft uns dabei, diese Zwischenzeiten zu überbrücken. Dass man doch sich mit dem Wort Gottes beschäftigt, mit den Menschen, die Gott uns zur Seite stellt, mit all dem, was uns umgibt. Und hier und dort begegnen uns auch wirklich leibhaftig, ohne dass wir ihn erkennen, geht er manchmal an uns vorbei. Aber das ist nicht das Entscheidende, dass wir ihn verpassen, sondern dass er derjenige ist, der zu uns kommt. Jesus wusste ganz genau, wer Johannes der Täufer ist, dass er es bis zum Ende seines Lebens wahrscheinlich nicht verstehen wird, was die Aufgabe Jesu ist, dass er wirklich der Sohn Gottes ist, Gott selbst. Und trotzdem ist er zu ihm gegangen. Und so ist, glaube ich, Gott. Das ist das, die Weise, auf die er sich uns allen offenbart. Er kommt zu uns, ob wir fähig sind oder nicht, ihn zu erkennen. Ich glaube, wir neigen sehr oft zu sehr seine Haltung, dass wir alles bewusst erleben müssen. Besonders bei den Katholiken, also bei den anderen Christen noch mehr, aber bei uns seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, man muss alles voll erleben, also die Liturgie immer bewusst und immer mit tun und so weiter. Wir vergessen, dass wir vor Gott nichts leisten müssen. Wir können ihm nichts beweisen. Wir müssen ihm nichts beweisen. Und er kommt trotzdem zu uns. Er verneigt sich vor jedem von uns aufs Neue jeden Tag. Ohne uns aufzuzählen, was wir gemacht oder nicht gemacht haben. Das ist die Art und Weise, wie Jesus sich auch am Jordan offenbart. Also da passieren wundervolle Dinge. Sieht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Viele Leute stehen und niemanden juckt. Die meisten sind dann nach Hause gegangen und haben weiter ihr Leben gelebt. Gott stört sich. Aber wir sind dazu eingeladen, wie Johannes der Täufer zu sein. Das Leben in den Dienst Gottes zu stellen. Das ist zwar keine Garantie, aber ein Weg, der für uns also vorgestellt wird. Ein Weg, an dem wir Gott begegnen können. Wenn du dein Leben, in welcher Hinsicht auch immer, fromm gestaltest, also nicht so eine hohle Frömmigkeit, sondern wirklich aus der Überzeugung, jetzt bete ich. Und bei diesem Gebet kommt nichts, also keine großartigen Gefühle, du spürst nichts, dass Gott in der Nähe ist nach dem Gebet oder dass etwas passiert ist. Es sind nur Worte, die du gesprochen hast oder gedacht hast. Gott ist bei dir. Weil du ihm Zeit gibst, weil du ihm Raum gibst. Das ist auch eine Versuchung der modernen Gesellschaft, dass wir alles versuchen zu verstehen, wie Gott in meinem Leben wirkt. Ja, das muss ich ganz genau festhalten können. Aber Gott ist ganz anders, er lässt sich nicht festhalten. Also ich kann es auf keinen Fall. Und wenn du es kannst, dann irrst du. Bei Gott ist einer, der sich nicht in unsere Begrifflichkeiten, in unsere Worte fassen kann. Ich lade euch dazu ein, ein bisschen der Johannes zu gehen, im Vertrauen, dass Gott an unserer Seite steht, ohne manchmal ihn zu spüren, ohne ihn zu verstehen, einfach einen Schritt nach dem anderen. Und es wird sicher auch Zeiten geben, an denen man Gott im Leben wahrnehmen kann. Und das wünsche ich euch aus ganzem Herzen, dass es oft passiert, dass ihr in der Gegenwart Gottes leben könnt,
Aber Leben in der Gegenwart Gottes bedeutet nicht, dass man Gott immer sehen kann, spüren kann, verstehen kann, sondern es bedeutet, einen Schritt nach dem anderen im Vertrauen zu gehen. So wie Johannes der Täufer das gemacht hat. Also, er ist seinen Weg gegangen, hat verkündet, was Gott ihm in den Mund gelegt hat, sein Leben vollendet. Und das reicht. Er hatte ein außergewöhnliches Leben, du hast es auch. Vielleicht ist es nicht so aufregend und hoffentlich wird es nicht so enden wie das des Johannes des Täufers, aber in den Augen Gottes ist dein Leben unglaublich schön. Seht das Lamm Gottes. Gott, den wir nicht verstehen und den wir doch in unserem